kleiner Reminder an mich selbst, wir haben hier gerade ein super geiles Video gedreht, wo ich über diese super geile Hotel-Einfahrt fahre. Wir haben die DNRE gepackt, alles traumhaft. Hotel, Unterkunft. Welcome to Sicily, Day 5. Und genau da hinten ist der Pool. Das Bad, Leute. Wie heißt der Ort im Norden, Schatz? Trabotta? Trapi? Trapini? Okay, wir fahren jetzt noch in den Ort in den Norden, Trapini. Sind wir gestern vorbeigefahren, da gibt es auch einen Decathlon. Wir fahren jetzt in den Ort in den Norden, Trapani. Da gibt es auch einen Decathlon. Voll genial, da können wir vielleicht noch Spanngurte kaufen. Nachdem wir drei zur Auswahl hatten und bei allen Nein gesagt haben, holen wir uns heute noch welche. Dann können wir hinten auf den Koffer auch noch unseren Rucksack draufschnallen. Super entspannt. Ich freue mich riesig. Hier ist es voll genial. Jetzt noch ein bisschen dehnen, ein bisschen warm werden. Es ist knapp gegen 12. Super entspannter Tag heute. Wetter ist ein Traum. 22 bis 25 Grad. Jetzt kommt nur noch Sonne. Wir lassen es uns gut gehen. Ciao, bis später. Ah, ist das ein tolles Gefühl. Bereit, wenn du es bist, Schatz. Juhu. Mega geil! Schön genießen! Dort wollen wir hin! Wasserreserve aufgefüllt, weiter geht's nach Trapini! Trapini! Ah! Gute Fahrt, also! Gute Fahrt! Das ist mal ganz anderes Fahren, Hase. Moped-Parkplätze, nicht schlecht. Schatten, auch nicht schlecht. Das sieht doch nett aus, oder? Ja. Mit Schatten und so. Was ist der Laub? Ja, Gebläse. Ciao. War das geil? Du siehst gut aus, Baby. Hat riesig Spaß gemacht, eine Tenere 700 mal auf einer Bergstraße zu fahren. Echt ein ganz anderes Fahren. Brillant. Ich sitze hier, genieße die Aussicht, während die Freundin hier einfach mal die Stadt anschaut. Eine muss auf die Softbags aufpassen. Nachdem wir keinen Koffer mehr haben, ist das der einzige Weg. Das war mal eine gemütliche Fahrt hier rauf nach Erice. Was ziemlich genial ist, wenigstens braucht man sich bei einer Tenere 700 keine Sorgen machen, weil in Italien darf ja das Vorderrad nie den Boden verlassen. Und dementsprechend bei dieser Leistung, zwei Leuten und Gepäck, kann man die Gänge vollkommen durchziehen. Und das Vorderrad wird nie den Bodenkontakt verlieren. Mega geil. Wirklich ein Riesenspaß. Und ja, macht hammergeil, macht wirklich Fun, das Bike zu fahren. Auch einfach so leicht, spritzig auf dynamische Art und Weise. Du musst ein bisschen passender fahren, ein bisschen mehr den Schwung mitnehmen. Du kannst nicht einfach hinter deinem Auto rausfahren und durchziehen und bist schnell vorbei. Sondern ja, ein bisschen einfach manchmal den Schwung mitnehmen und schauen, dass man einfach schön beim Verkehr vorbeirollt, würde ich das mal beschreiben. Wäsche trocknen für Motorradreisende. Nach unten schauen darf man leider nicht. Keine Ahnung, Verschmutzung hier überall ziemlich groß. Ich fliege gerne mit unserer Drohne, aber die Funk. Also das ist eine DJI Mavic Mini 1, mittlerweile gibt es schon die 3er. Ich werde sie mir, glaube ich, noch holen. Ich habe mir nur gedacht, vor dem Urlaub auch erstens, sie war relativ gleich ausverkauft. Sie kostet ein Vermögen, knapp 800 bis 1000. Ich habe mir dann auch gedacht, vor dem Urlaub das Equipment zu ändern, ist immer ein bisschen problematisch, weil meistens passt irgendwas nicht. Vielleicht ein Adapter, vielleicht ein Schutz. Akkus habe ich auch noch keine Ersatzakkus dazu bestellen können. Deshalb habe ich mir gedacht, scheiße, nein, auch vor dem Urlaub oder in den Urlaub, alles mit dem normalen Setup, danach wieder anders. Aber ja, die Funkverschmutzung ist hier echt scheinbar ziemlich hoch.
Genau, auf Monte Pellegrini hatten wir tatsächlich, ich meine, da waren aber auch 15, 20 Sendemasten auf dem Hügel dahinter. Das hat dann erklärt, da hat die Verbindung nicht mal 20, 30 Meter gereicht. Auch hier, heute, beim Hotel, wo wir geflogen sind, verdammt, ist die Verbindung einfach nach 80 Metern oder so abgerissen. War auch noch nicht weit weg, also echt verrückt. Also die Funkverschmutzung ist enorm und zumindest das Modell, das ich habe, geht noch rein über so eine Art normale Funkfrequency, also noch kein Wi-Fi Direct oder irgendwas. Die 2 hat auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Genau, und hat wirkliche Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Deshalb schade. Aber wir geben natürlich unser Bestes und schauen, auch ein paar Eindrücke trotzdem festhalten zu können. Gute Fahrt, Schatz. Ich liebe diesen Sound. Hast du die Leute gesehen, wie sie alle geschaut haben? Tenere, wir lieben dich. Oh. Juhu. Oh Mann. Magst du mir ein Foto machen hier? Ja, darf ich jetzt? Ja. Hier? Ja. Und sitzt du super? Ich sitze gut. Perfekt. Ganz gute Fahrt, mein Schatz. Und wie man so schön sagt, ein Übel kommt selten alleine. Deshalb kommt zu einem gestohlenen Motorrad nun auch noch eine verlorene Drohne hinzu. Also da oben bin ich noch gestanden bei der Burg. Da warst du. Ja. Wahnsinn. Ja, da habe ich sie noch gesehen, wie sie auf die Burg zufliegt. Auf die Burg? Die da. Ja, von dieser Richtung? Ja. Auf die Burg. Und siehst du da unten, vielleicht aufstellen, ich halte das Motorrad, wenn du magst. Da habe ich überall gesucht. Also dort, wo jetzt schon Schatten ist und auf diesem Plateau und eigentlich darunter, also dort, wo der Schatten mittlerweile schon ist. Ja. Und dort und ein bisschen mehr um die Ecke runter. Sagen wir, es sind 3 Stufen. Wo, auf welcher Stufe ist sie denn? Ja. Dann 3. Auf der 3. Stufe, ja. Diesem großen Plateau, so gesagt. Fast, genau. Bis da vorne bin ich gelaufen und da siehst du gut runter. Die DJI Mavic Mini hat das Jenseits gesegnet, indem sie über diese Burg hinweggeflogen ist. Weil es hier überall Funkstörungen gibt, das Signal abgerissen ist, dann eine Windböe gekommen ist und dann adios. Puh, meine Güte, das ist auf jeden Fall der Urlaub der Verluste. Aber schau dich mal das an. Oh yeah. Das sieht wirklich so geil aus. Und man darf sogar offiziell herfahren. Genau, was passiert? Hardcore. Ich dachte mir, ich mache noch schön unauffällig Drohnenaufnahmen. Hat eigentlich perfekt gepasst, bin hochgeflogen, habe einmal die Küste gefilmt, habe einmal die Stadt gefilmt und dann plötzlich kam eine riesen Windböe und ein Verbindungsabbruch. Das ist die Hölle hier. Also meine Drohne, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, hat die ganze Zeit hier Verbindungsabbrüche. Dementsprechend, wie kurz wieder ein Signal reingekommen ist, habe ich schon gesehen, sie ist quasi einmal über den ganzen Berg drüber geflogen. Genau, dann bin ich hier 300 Meter nachgelaufen bis zu dieser Ruine. Und habe echt nochmal ein kurzes. Oh ja, die Freundin hatte gerade angerufen. Sie ist unser Glücksbringer und sie ist ein super Sucher. Sie ist quasi wie so ein Schäfer-Drogenhund, der alles immer findet. Und genau, sie ist da unten und versucht jetzt auch nochmal ihr Glück mit der Absturzstelle quasi. Also was passiert nochmal? Ich bin hier gelaufen bis an die Kante. Und ganz merkwürdig, ich habe die Drohne, ich habe nochmal ein Verbindungssignal reingekriegt. Sie war da draußen. Habe sie auf die Burg zugesteuert. Und obwohl sie näher gekommen ist, ist nochmal die Verbindung abgebrochen. Vielleicht hat sie auch wirklich schon einen Defekt, irgendwie die Funkdichte, egal. Auf jeden Fall, sie ist auf mich zugeflogen, hat nochmal die Verbindung abgebrochen. Der Akku war schon schwach zu dem Zeitpunkt. Dann bin ich hier so einen Wanderweg runtergegangen und habe noch die Hoffnung gehabt, dass ich nochmal sie reinkriege, also die Verbindung, um weiter reinzufliegen. Aber nichts mehr reingekommen. Und was so ganz merkwürdig war, man hört sie normal immer fliegen. Man hat hier nichts gehört und man hat auch nichts gesehen. Und eigentlich so na, wie sie war, laut Video, hätte man sie hören sollen. Komisch. Auf jeden Fall, sie ist abgestürzt. Ich habe da unten ungefähr 90 Minuten gesucht, in der Hecke, im Wald. Und ja, mir ist eingefallen, Leute, wenn ihr so eine Drohne habt, malt sie einfach pink an. Ich habe das mal auf einem YouTube-Video gesehen, der hat gemeint, wenn sie abstürzt, ich dachte mir noch, stürzt nicht so ab, dass man sie nicht findet. Aber ja, wenn sie abstürzt und da sind überall graue Steine, die genau aussehen wie die Drohne, weil die auch grau ist, ist es ziemlich doof. Also malt sie pink an und jetzt habe ich mein Glück versucht, da keine Ahnung, 50 Quadratmeter abzusuchen, vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt macht es die Freundin gerade. Also, drückt die Daumen. Unglaublich. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 3 Stunden hier oben. Bald ist es 18 Uhr, 18.30 Uhr. Und die große Frage wird sein, haben wir die Drohne gefunden oder nicht? Es wird noch weiter gesucht. Aber wirklich der Wahnsinn, der Wind. Und zwar, damals an der Normandie habe ich mir echt gedacht, da hat es auch so Windböen gegeben und der Wind ist echt stark über das Cliff reingekommen. Und ich habe mir gedacht, im Nachhinein, die Drohne kann schon echt gut mit Wind umgehen und ja, die kann schon mehr managen, als mir zumutet.
und zutraut? Ja, mittlerweile habe ich mir eben deshalb gedacht, ja, auch wenn der Wind einfach stärker geht, kann ich sie auf jeden Fall steigen lassen, die kriegt das hin. Und habe mir im Nachhinein oft gedacht, damals in der Normandie hätte ich sie auch steigen lassen können. Es hätte schon geklappt. Haha, heute hat sich das geändert. Und zwar, ich glaube echt, es ist halt voll schwer einzuschätzen, wenn du einfach unten stehst, ob das jetzt echt klappt mit dem Wind oder nicht. Ist es so stark oder ist es noch nicht so stark? Hier geht es auf jeden Fall ziemlich ab. Oh no, Update des Tages. Leider keine Drohne gefunden. Vorhin hat sie auch noch Mühe gegeben, es ist knapp 19 Uhr. Wir haben schon Hotels gefunden oder wir haben schon ein Hotel gebucht. Wir haben schon Restaurants gefunden. Das heißt, jetzt Freundin kommt noch gemütlich von da unten zurück. Dann packen wir zusammen, gehen essen und checken hier ein. Schade. Another lost object on this tour. Also die GI Mavic Mini lost. Sorry for this. Also, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, wenn ihr eine Drohne habt, malt sie auf jeden Fall pink an oder besorgt euch irgendwelche Sticker, dass ihr seht. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Genau, und das zweite ist, was ich auf jeden Fall gelernt habe, und zwar, ich habe immer diesen Modus an, dass sie an derselben Stelle bleibt, weil wenn du geile Aufnahmen machst, quasi du bringst sie in die Position, dann fährst du mit dem Moped vorbei und dann holst du die Drohne wieder, ist das die einzige Option. Ich glaube, für die Zukunft sollte man sich aneignen, dass man diesen Modus danach wieder ausschaltet, weil so ist sie quasi weder in den Sinkflug gegangen und hat versucht, mit dem letzten Saft selber zu landen, noch hat sie versucht, zum Homepoint zurückzukehren. Homepoint zurückkehren finde ich auch relativ kritisch, weil es geht dann auf eine Standardhöhe und fliegt zum Homepoint, aber ja, man weiß nie, was die Standardhöhe gerade ist und wo man startet. Und genau, könnte auch in einem Baum hängen bleiben, deshalb hat mir auch irgendwie nicht gefallen. Und ja, die dritte Option ist quasi, es bleibt an der Stelle. Ja, das habe ich gewählt. Deshalb ist sie, wo sie auch immer gerade war, einfach an der Stelle geblieben, bis der Saft aus war und dann zack. Das sind die letzten Aufnahmen. Fast hätte sie es geschafft. Das ist die Burg, die wir sehen. Also weit weg war sie nicht mehr. Passt, jetzt warte ich auf die Freundin und ich hoffe, geht's gut. Hab ein Glück, dass sie so eine Liebe ist und auch noch selber 90 Minuten in der Hecke sucht oder 2 Stunden. Also deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo hier.